Perron 3, zum Zug nach Lyon mit Anschluss nach Nîmes. Bitte einsteigen und Türen schließen. Der Zug fährt ab. Hallo, Perron 3, bitte fahren Sie nicht ab. Es kommt noch jemand. Ich heiße Dorothée Durand und bin Lehrerin in einer kleinen Stadt in Südengland. Darf man fragen, wohin Sie reisen? Ich will nach Nîmes. Oh, nach Nîmes. Haben Sie da Verwandte? Ja, meine Großeltern, aber ob ich die noch finde? Ach, Sie heißen Durand? Ja. Das ist eine Dame aus England, die sucht ihren Großvater. Meinen Großvater? Ihren Großvater. Ja, das sage ich ja. Was will die Dame von meinem Großvater? Die alten Durands zogen in ein kleines Dorf in den Bergen. Es heißt Saint-Fiacre und soll im Sommer sehr schön sein. Mhm. Meine Frau, sie starb bei Pierres Geburt. Wie lange bleibst du denn weg? Ja, das weiß ich noch nicht. Und du kommst doch wieder. Natürlich. Ich lasse ja meinen großen Koffer hier. Die Durands haben hier gelebt. Aber sie bekamen es plötzlich auf der Brust und da sind sie wieder weggezogen. Aber wohin denn, wohin? Na, das wollte ich doch gerade sagen. Na, dann sag's doch schon. Na, Saint-Étienne. In Castillon spielen heute die scharlachroten Wölfe. Und die sind aus Saint-Étienne. Vielleicht können Sie da was erfahren über Ihre Verwandten. Also bitte, Madame, steigen Sie ein. Wer sieht so graziös aus wie ein scheues Reh? Die Dorothée, die Dorothée. Ach bitte, lebt Ihre Mutter noch? War sie eine geborene Durand? Ja, warum? Dann bin ich eure Cousine Dorothée. Werden Sie längere Zeit hier bleiben? Weiß ich noch nicht. Im nächsten Monat ist nämlich das große Fest der Radfahrvereine in Serrières. Oh, das müssen Sie erleben. Da komme ich auch mit. Die Zeit ist zu schnell vorübergegangen. Aber ich hoffe, dass mein Urlaub verlängert wird. Dann besuche ich Sie bestimmt. Pierre würde sich sehr freuen. Nur Pierre? Nein, auch die anderen. Monsieur Olivant und der Fotograf, die fragen dauernd nach Ihnen. Wollen Sie den nicht Pierre mitbringen? Er wird sehr enttäuscht sein. Er hat so gehofft, dass ich Sie mitbringe. Sie müssen ihm sagen, dass in England viele Kinder auf mich warten.